Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Party auf Master LP und auf dem Kanal von Dino's Days Plays. Neverwinter Dungeons and Dragons Spiel. Und wir rapen jetzt wieder ein paar Monster, denn Max muss noch eine Quest fertigstellen, genau, damit er endlich Level 12 wird und wir gemeinsam unser Level abmachen. Eine Quest hier noch fertig, danach leveln wir gemeinsam ab. Und dann gehen wir zur nächsten Quest. Drei Vorratskisten finden, das dürfte machbar sein. Oh ja, das und anschließend, wie kämpft man nochmal? Ah, genau. Moment mal ganz kurz hier. Ah, nicht zurück. Okay, ich hab's gerade schon wieder übel drauf. Oh, dein Pfeilhagel, der ist. Der ist. Shift 2. Da kann man ruhig mal F drücken. Warum bekommst du das immer? Ich weiß nicht, ich bin halt geil, ne? Jedes Mal bekommst du's, wirklich. Wo sind denn diese Kisten hier? Ah, hier ist eine. Oder oben, kann ich irgendwas. Ja. Lass mal den Typ da oben machen. Den Ogre. Sieht cool aus. Weil, ich hab da oben so eine. Das ist so eine Kiste, genau, die ich öffnen kann. Ah. Oh, ich Idiot. Zack. Schön gemacht. Ein bisschen Loot. So. Den hätte ich gern. Ich bin aufgestiegen schon. Ja, ich hab gewonnen. Oh komm. Habe ich das trotzdem gelootet? Oh, da ist aber viel drin. Rüstung. Da ist aber verdammt viel drin. Okay, das andere kann ich nicht öffnen. Jetzt sind diese scheiß Kisten noch. Ah, da unten ist noch eine. Ich habe ein professionelles Feuerwerk, Max. Ich muss erst kämpfen. Ja, verpisst euch, ihr könnt eh nichts. Hallo, Paul. So, jetzt verpisst dich. F. Vorratskiste. So, jetzt noch. Immer noch zwei. Boah, ist das stressig. Oh, ich mag deine Moves. Geil, wenn du von oben runter springst. Ja, ich finde die Moves richtig geil, wenn du mit Dolchen kämpfst. So, wo ist jetzt noch so eine Kiste? Da oben war doch ja, noch eine. Hinter den Dingern sollte noch eine sein. Hier unten ist auch eine. Was in der Aktion könnte nicht durchgeführt werden? Halt's Maul jetzt. Ja. Oh komm, den kriege ich aber. Oh, come on. Oh, come on. Was ist hier? Wir teilen das eh alles auf. Guck mal, hier ist eine. Egal, wer was bekommt. Oder? Nein. Weiß nicht, sieht bei mir so aus, ich weiß nicht mehr. Ja, bei mir auch, aber die ist halt nicht farbig. Ach so, hier dann. Vielleicht hier hinten nochmal. Hier sind auf jeden Fall noch Monster. Oh, der kann Spells casten. Bam. Komm her. Oh, der hat gelootet. Alter. Ja, hört es halt auf, ne? Glaube ich. Ja, okay, dann lass mal zurückgehen. Da ist auf jeden Fall so ein Typ in der Quest. Wow, hier sind neue Gegner. Ah! Panik. Mann, das war wie letztes Mal. Immer kommen neue Gegner, aber irgendwie hier sehen wir keine Kisten mehr. Aber ich mag eigentlich Gegner, die ich töten kann. Ja, das ist schon echt was Cooles, ne? Irgendwie schon. Oh, du machst voll viel Schaden mit dieser Attacke. Ja, die ist auch, ich finde die auch echt so geil. Vielleicht hier drin? Na, die Kiste habe ich schon. Erdbeerkäse, hallo. Wo könnten noch Kisten sein? Oh, der Große ist wieder gespawnt. Wollen wir den nochmal machen? Ich meine, jetzt sind hier noch ein paar Spieler, die uns vielleicht... LOL! Okay. So ein Kommandant hat mich gerade hier angefangen zu ficken. Aber egal, sein. Mein Pfeilhagel macht jetzt. Wow, da kam einer gerade. Wo kommt der jetzt her? Der ist hier gespawnt gerade. Aha. So. Ja, natürlich Gier, ganz klar. Yes! Schade. Ja, jetzt kommt und hier musst du noch irgendwo eine Kiste machen. Wollen wir den großen da oben wieder machen? Welchen großen? Den wir vorhin gemacht haben. Ja, gleich, aber ich will erst für dich meine Kisten haben. Okay. Ich hab das, kannst du verstehen. Klar. Jetzt, hier steht überall Kisten rum, aber keine, die ich öffnen darf. Ist doch beschissen, hä? Ah, oh, ich hab doch schon alle. Hä? Irgendwie seit diesem neuen Update, ich drop voll viel professionelles Feuerwerk. Hä? Was ist dein professionelles Feuerwerk? Oh, du bist Level Up, Max. Ja, und ich habe auch die Quest schon erledigt. Ich habe es gerade nur gar nicht gesehen. Aber wollen wir es dann jetzt abgeben und dann das Level Up machen? Wo bist du denn? Ich bin vor dem großen Monster noch. Ja, dann machen wir das noch. Ah, dann, ja, ich komme zu dir. Fang schon mal an. So, den schnitzeln wir uns. Hey, lol, warte mal, der macht mir gerade voll viel Schaden. Hallo, Moment! Nicht sterben, Max! Nein!
wäre jetzt irgendwie eine schlechte Kombo. Ich bin ja doch eher so der Fernkämpfer, ne? Ja, ja. Das ist ein Ogre wild oder heißt der wild? Der heißt wild, aber es ist ein Ogre. Wow, der macht echt viel Schaden. Ah! Gott, oh Gott, oh Gott. Hey! Paul, hallo. Yes, easy. Easy. Der macht doch nicht viel Schaden, also pö. Das war ja... So, nice, okay. Dann gehen wir mal kurz zurück. Ja, ich gebe meine komische Questy-Westy ab. Und dann nimmst du die neuen zwei an. Der hat, glaube ich, zwei gegeben oder so, habe ich angenommen gehabt. Letztes Mal. Ja. Und, boah, ich bin voller Marsch. Ich weiß, meine Quests, die ich gerade offen habe, heißen das passende Pferd für euch, immer noch, warum auch immer, ich muss da immer noch zu dem mitgehen. Das verstehe ich auch nicht. Ich hab's zwar schon, aber okay, juckt den nicht. Quest abschließen und Schmerz zurückzahlen, ne? Ja, Schmerz zurückzahlen, das ist auch gerade die Quest, die ich ausgewählt habe. Und dann habe ich noch Nestei und die Drachengeborenen. Das habe ich auch und die Seherin habe ich noch. Das habe ich zum Beispiel nicht mehr. Guck mal, okay. Hast du beide von dem angenommen oder einer? Ja, ich habe. Also ich bräuchte auf jeden Fall bald mal einen Händler. Ist ja vielleicht sogar einer. Guck mal, der hier vielleicht. Siegelhändler. Was kann denn ein Siegelhändler? Der kann wahrscheinlich siedeln. Laden. Ah, da kann man Sachen verkaufen. Gut, dann verkaufe ich mal eben schnell. Okay, dann mache ich das auch mal. Oh, wobei ich muss erst identifizieren. Ich dödel. Du dödel. Bevor ich hier verkaufe. Okay, die Sachen, die auf jeden Fall nicht zu deiner Klasse gehören, kannst du safe schon mal. Oh, das kann ich zum Beispiel anziehen. Was ziemlich geil ist. Noch was? Oh, das auch. Ey, ich habe endlich einen Helm, Max. Scheiße, ich glaube, ich habe keine. Hä? Ah doch, ich habe noch Hä? Okay, ich bin verwirrt. Was, das ist endlich ein Helm? Nice. Ja. Ich glaube, ich habe immer noch keinen. So, jetzt Moment mal, ich verkaufe auch mal meinen Scheiß. Das brauche ich noch. Oh, harte, vitale Lederrüstung. Alter, Moment mal, ich habe voll die geilen Sachen. Jetzt, stopp. Also das hier kann ich anziehen. Boah, sexuell, das kann ich anziehen. Okay, dann verkaufen. Was macht das hier nochmal? Mir ist aufgefallen, immer wenn ich so hier so was im Inventar mache, sinke ich mit meinem ganzen Gesicht von der Facecam voll nach unten. Echt? Aber das ist irgendwie normal. Ja, wenn ich so sitze, dann kann ich mir das schon auch angucken. Aber irgendwie, ich guck immer so runter. Ich weiß nicht, das ist voll behindern. Okay. Das können wir verkaufen. Ich habe hier einen Bogen. Der hat aber nicht so viel. Ich habe auch jetzt eine genesene Haube. Also auch so eine Kopfbedeckung? Ja. Oh, geil. 294. Ja, ich ziehe dann lieber die hier an. Ich habe auch ein professionelles Feuerwerk bekommen. Was ist das? Keine Ahnung. Können wir da mal professionell ein bisschen Feuerwerk machen? Lass das doch gleich mal aufprobieren. Oh, ich habe jetzt mittlerweile schon voll viel Zeug. Ich habe schon 71. Was ist denn? Ja, genau. 73 Silber. Grausame Klinge. Die kann ich auch verkaufen. Ich habe die ja schon. Guck mal, Max, ich habe einen Bogen mit 58 Kraft. Der ist wahrscheinlich schlechter als deiner, oder? Der ist schlechter. Gut, dann verkaufe ich den. Laden. Ich habe leider jetzt gerade nichts für dich. Ja, ich habe heute leider kein Foto für dich. Oh, ich will aber weiter. Oh, guck mal, wir haben ja voll, ich sehe gerade, wir haben voll viel Platz eigentlich da unten in unserem Inventar. Oh, ich habe gerade was herausgefunden, Max. Ist das neu? War das letztes Mal schon? Jetzt chill ich mal kurz dein Leben, ja. Was denn? Wie cool. Wenn du I drückst, links nebendran, da sind einfach so andere neue Sachen. War das schon links immer? Nebendran, was? Wenn ich was mache? Wenn du I drückst oder auch wenn du beim Händler bist. Oh, deine Haube sieht aus, voll G aus. Ja. Passend zu deiner neuen Rüstung. Cooler Schuss. Ja, weiter. Links nebendran sind so 5 Felder. Ja, ich weiß. Waren die schon immer da? Ja. Echt? Da sehen wir nicht. Du siehst einmal dein Berufsmaterial, das ist ganz geschickt. Dann siehst du diese passiven Gefährten. Da kannst du irgendwann dir so Gefährten halt, die dir hinterherrennen und sowas. Oh, voll cool. Nee, das gibt's schon immer. Also. Ach, und das ist. Und eine Schallschwäche. So, jetzt warte mal, das verkaufe ich jetzt. Das da, das da, das da, das da, das da, das da. Ah, guck mal. Da kann man sogar diese besonderen Währungsdinger ausgeben. Das da. Geschichte ist. Das da, es kommt weg. Das ist aber teures Zeug.
gucke hier gerade bei diesem Astraldiamantenzeug und das kostet halt alles Arsch voll Kohle. Ja, ja, schon. Aber wenn du viele Instanzen und sowas machst, die wir auch letztendlich feiern und die uns Spaß machen, nicht so wie die letzten, die wir da letzte Aufnahme gemacht haben, ja? Dann ist es auch echt nice. Also dann kannst du auch echt gut Astraldiamanten sammeln. Das glaube ich. Ich denk, wir machen bestimmt mal so ein paar Folgen oder vielleicht mal so längere Folgen oder keine Ahnung, je nachdem, wie das Projekt bei euch ankommt. Vielleicht machen wir auch bald täglich ein paar, dass wir quasi auch mal nur so Instanzen machen, ein paar Folgen lang. Weil das bringt halt Astraldiamanten, Erfahrung und du kämpfst halt geil rum, ne? Okay. Das Kämpfen ist vor allem geil. Ja, das macht echt ziemlich Fun. So, was wir jetzt machen wollten, genau. Berufe gucken, kurz. Genau, wir wollten jetzt nochmal nach Berufe gucken. Das haben wir mal angesprochen. Letzte Folge, soweit die Quise. Und wenn man auf N geht, hat man einmal die Übersicht. Dann kann ich eine Aufgabe auswählen. Das ist bei dir auch so, oder? Bis Stufe 30 kannst du maximal eine Aufgabe auswählen. Ja. Okay. So, und jetzt kann ich hier zum Beispiel... Kettenschmied. Ich kann Führung kann ich machen, Alchemie. Gibt's da verdammt viel. Juwelier, Kettenschmied... Kettenschmied, Kunstwerk, Lederarbeit oder Plattenschmied. Schneider, Waffenschmied, Plattenschmied, oh, Lederarbeit. Schneider und Waffenschmied habe ich zum Beispiel. Ah, doch, da unten. Ah, okay. Also. Ah. Also ich finde Waffenschmied eigentlich immer cool. Wobei Lederarbeit. Ich klicke jetzt einfach mal auf Waffenschmied. Wenn wir jetzt hier sehen, das erste Schmelzer anheuern, klicke ich mal auf Weiter. Und Aufgabe beginnen dauert 5 Sekunden. Ich mach das jetzt einfach. Ja, jetzt warte mal ganz kurz. Lass uns das erstmal kurz verstehen, wie das jetzt funktioniert hier, weil ich check das gerade noch nicht wirklich. Also, wenn ich jetzt beispielsweise auf Waffenschmied bin, ja? Ich bekomme als Belohnung Schmelzer. Heißt 5% Geschwindigkeit auf Optionalplatz. Aber wie kann ich letzten Endes dann Waffen schmieden? Das ist wahrscheinlich. Ich denke, das ist in der Stadt und das ist dann irgendwas, was einem dabei hilft. Würde ich jetzt vermuten. Ja, aber dann machen wir nicht dasselbe. Ja, okay. Dann mach ich was und du. Ich weiß halt nicht, wie das ist mit Ressourcen, weil ich sammle eigentlich hauptsächlich die Ressourcen. Du ja eigentlich nicht so, oder? Du sammelst ja was ganz anderes, oder? Wie meinst du das? Na, ich meine, wenn ich jetzt mal ganz kurz im Inventar gucke und auf mein Berufsmaterial. Ich habe zum Beispiel 6 Pelz, 11 Eisenerz, 2 Leder, ich habe so blaues Vitrol, Elementareis, Rückstand, Wollstoff. Ja, ich habe auch ein bisschen. Ich weiß halt nicht, ob man sich irgendwie daran orientieren muss, was man am meisten hat. Ich habe zum Beispiel am meisten Eisenerz. Weiß ich, was du am meisten hast. Ja, auch Eisenerz. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das Klassen irgendwie gebunden ist. Weißt du, ich habe ja so ein von den Paketen her, aber ich glaube, du sammelst da immer das Gleiche, oder? Bei den Paketen. Ich glaube, das ist einfach irgendwie relativ random. Ja, okay. Wobei ich auch nicht hundertprozentig... Ich meine... Ach, guck, man kann echt viele Berufsmaterialien lagern. Ich frage mich halt, okay, ich verstehe, was Waffenschmied ist, Schneidern, Plattenschmied, Lederarbeit, Kunstwerk, Kettenschmied, Juwelierschmied, Alchemie. Aber was ist Führung? Ja, okay, das sieht echt komisch aus, ja. Also... Und das hat vor allem nur so 3 Dinger, gell? Alle anderen ich weiß halt nicht, ob Lederarbeit bringt. Ich mach jetzt mal Führung, um zu wissen, was das ist, okay? Ja? Ja, das gibt nämlich auch noch 20 Erfahrung. In Führung, keine Ahnung. Ich mach das jetzt einfach mal, okay? Aufgabe beginnen. Das dauert jetzt 5 Sekunden. Und dann ist es fertig. Ja, fertig. Ergebnis annehmen. Jetzt bekomme ich hier Belohnung. Das war's. Ey, das ist cool. Das ist cool. Okay, ich mach das jetzt einfach überall. Ah. Ich mach jetzt einfach überall mal diese 5 Sekunden-Dinger. Ja, da bekommt man zum Teil ja ziemlich viel Belohnung für sowas. Okay, kannst du das überall machen? Muss man sich nicht mal eins auswählen? Nee, ich kann das nicht überall machen, aber bei manchen. Ich mach jetzt mal Lederarbeit. Ah, jetzt habe ich die Aufgabe noch nicht abgeholt, die muss ich jetzt erst abholen, okay. Aber später kann man dann mehr Aufgaben machen, das ist ja cool, okay. Cool, finde ich nice. Sehe ich jetzt diesen Schmelzer? Ah, guck, und den Schmelzer sehen wir jetzt auch bei unseren Berufswerkzeugen. 5% Geschwindigkeit geben die einen Plus, okay. Ach so, ich kann jetzt zum Beispiel Lederarbeit. Okay, also ich habe jetzt Lederarbeit, habe ich ja das eine gemacht. Wenn ich jetzt da nochmal drauf gehe, dann kann ich hier ganz viel machen. Also ich brauche dann zum Beispiel für... Ja, was bringt mir das denn jetzt letztendlich? Das bringt mir 50 EP und 10 einfacher Pelz. Und ich glaube, guck mal, wenn ich jetzt hier gucke, bei der Söldner zum Beispiel, der bringt dann plus 5
30% Geschwindigkeit. Diese Ressource wird für allgemeine Berufsaufgaben eingesetzt und ist als Belohnung bei Aufgaben erhältlich. Wohin? Ah, guck mal, wohingegen der Schmelzer nur für allgemeine Handwerksaufgaben eingesetzt werden kann. Die ganzen haben zudem noch einen Wert von 8 Cent. Ich kann den mit Doppelklick ausrüsten, was aber irgendwie keinen Sinn macht, wenn ich mal mein Heldeninventar öffne. Kann ich hier. Ach, wir müssen hier noch unser Level abmachen, Max. Ja, das können wir gleich machen. Oh Moment mal. Ich mache jetzt gerade alle, die ich machen kann, die 5-Sekunden-Dinger. Ja, mach das mal. Machst du das auch? Ja. Oh, jetzt habe ich aus Versehen ein 15-Minuten-Ding gestartet. Okay, dann mache ich jetzt halt 15 Minuten lang was, okay? Ich mache derweil mal mein Level ab, okay? Jo, mach das. Neue Aufgaben. Wow, da ist gerade ein Vogel draußen auf dem Dach. Awesome. Neue Aufgaben, ja, auf Wiedersehen. Was? Neue Aufgaben, auf Wiedersehen. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber ja, das skill ich einfach mal. Änderungen zuweisen. Juwelierserfahrung habe ich jetzt. So, und jetzt Kräfte. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Was können wir denn hier machen? Überschreitung. Kann man beginnen. Ich bin ja mal gespannt, weil ich glaube, wenn du sowas wie mit euch über die Relikte hat sprechen. Moment. Dieses Alchemie-Gedöns machst, dann kannst du, glaube ich, irgendwann so Erste-Hilfe-Pakete selber herstellen und sowas. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es ist echt ziemlich nice. Das klingt echt gut. Weil du verletzt dich ja die ganze Zeit, mein Freund. Ja, das tue ich halt wirklich. Ja, eigentlich war ich das immer, aber. Oh Mann. Verletzen ist aber lebensgefährlich, gell? Mann, naja, das ist eigentlich ganz cool. Echt jetzt? Ja, ja, das macht schon Spaß. Ah, okay. Merke ich mir auf jeden Fall. Spaß. Ach so, das heißt also, sobald du Stufe 30 bist, kannst du parallel mehrere machen, oder was wie? Was ziemlich geil ist, gell? In einem beliebigen Beruf Stufe 3 erreichen. Drei beliebigen Stufe 20 erreichen, okay. Hey, das ist cool. So, ich muss jetzt noch Plattenschmied und Schneidern auf Stufe 1 bringen. Und okay. Dann habe ich die alle auf Stufe 1. Ich weiß zwar nicht genau, was mir das bringt, muss ich ehrlich dazu sagen. Ich habe mich jetzt auch nicht informiert. Später, wenn wir mal irgendwann in der Stadt wieder vorbeikommen, können wir mal gucken, ob wir da irgendwas von solchen Schmiedestationen finden, okay? Bist du wieder safe in die Stadt gehen irgendwie, oder was? Ich weiß es nicht, aber wir können ja einfach mal gucken, wenn wir da vorbeigehen. Also so wie das für mich aussieht, ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt hier auf, keine Ahnung, ich gehe jetzt zum Beispiel auf, Moment mal, ich gehe jetzt auf Plattenschmied. Ja. Und dann kann ich hier eins machen, das geht 10 Minuten, da bekomme ich dann 5 Plattenschmied-EP und ich bekomme 2 Eisenerz. Für das, dass ich 10 Minuten das im Hintergrund läuft. Ja. Und das bekomme ich ja einfach so, das habe ich ja gerade auch einfach so bekommen. Ja, ist doch gut. Ja, schon. Nein, ich meine nur, dass wir da, glaube ich, nicht in die Stadt müssen. Ach so, meinst du das? Ja, klar, aber wir wollen ja damit ja später auch mal richtige Sachen herstellen. Vielleicht müssen wir die jetzt auch erst freischalten über das Menü. Ja. Ja gut, okay, bei der Luft. Achso, warte, ich mache auch bei Stufenaufstieg mal. Ja, mach das mal. Und dann müssen wir mal gucken, welche Quest wollen wir denn jetzt verfolgen? Schmerz zurückzahlen? Ich guck mir die mal eben an, okay. J ist das Logbuch. Haha, ich bin gut. Wobei ich jetzt gerade überlege, ob wir nicht doch. Wir haben hier noch. Ich hab jedenfalls 2 Quests, die noch. Eine für Stufe 8 und eine für Stufe 9 ist. Da musst du gleich mal gucken, ob du die auch hast. Und dementsprechend machen wir die vielleicht oder wir machen halt eine von der anderen. Dabei sind alle eigentlich, gehe zu irgendwo hin. Waldgeist? Ich kleide in den Wald und seid Prozent nicht entdeckbar, solange ihr hässlich seid. Automatisch jeden Feind fett. Einmal angegriffen werden. Und Stille des Waldes. 75, 50. Wird eins im Wald und regiert für eine Sekunde Trefferpunkte. Das ist eigentlich ganz nice. Ich mach das jetzt mal. Okay. Gut. Ja, das weiß ich. Okay, danke. Geiles Sau. Achso, neue Talente muss ich noch machen. Aber was geht ich denn da jetzt? 2? Oder das erste? Ich finde es so schwierig, irgendwie das Skillen, hä? Echt? Weiß nicht.
Also vor allem die Talente, die Talentbaum, den zu skillen, das finde ich schwierig. Ja gut, das mag sein. Ja, das stimmt. Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer oder zusätzliche Schaden durch tägliche Kräfte? Ich mach mal kritische Treffer zuweisen. Okay. Super. Gut, ich bin fertig. Eigentlich. Okay, dann geh mal in dein Questbuch. Ich habe die 2 Naturpakete verbraucht, ohne Witz. L, oder? J. Okay, oder J. Ja. So, was sind deine Niedriglevel in Quest? Die Seherin. Dann lass das machen, weil das habe ich auch. Und das ist ja noch Level 9, ich meine, das müssen wir halt irgendwann auch mal machen. Aber müssen die gar nicht aktiviert? Ja. Okay, dann die Seherin, dann gehen wir dahin. Ja, das habe ich gerade auch aktiviert. Level 9, Alter. So, okay, ja, warte mal, ich muss mein Pferd auch noch. Hui, okay. Go. Nice, ich bin schon wieder 12. Level halb voll. Oh, ich auch. High five. Ich springe jetzt aufs Dach hoch, kurz. Wie bitte? Ich wollte aufs Dach hoch springen. Oh, du bist aber einfach durchgeglitscht. Ja. Naja, sei es drum. Ich finde es eigentlich gerade echt schön, wenn du mal so guckst. Ja, generell, ich finde auch an sich die Welt von Neverwinter ist so schön detailvoll und echt einfach nur schön gemacht. Man kann das nicht anders sagen. Mhm. Wenn ich durch die Stadt den Berg hoch gucke, die Häuser so. Schon sind zwar kaputt, aber sind schön. Schon geil.